Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Meo. Wir spielen heute wieder ein bisschen The Long Dark. In der letzten Folge haben wir schön den Kühlschrank und den Holzvorrat von der netten Dame hier aufgefüllt. Haben einen Meth-Abhängigen in der Tankstelle getroffen. Und jetzt quatschen wir mal ein bisschen. Have you been able to remember anything else about that night? Anything that might help me find my friend? I'm back in that night. Wind howling. Voices passing through town. I can hear them. Just outside the window. It's windy. But the voices carry. They are yelling. Her voice, it passes through town. She's running. She's alone. Calling for help, but no one comes. Why didn't anyone help her? Yes, why didn't they? They should have. They should have found her before it was too late. Anything else you can remember might help. They said men came from the tunnel. What about the tunnel? The only way out of Milton. The only way through the mountains. It's the only way she could have gone. On the way into town, there was an old man. Glasses, big beard, walking stick. He seemed a little odd. Doesn't sound like anyone from Milton. Most of the elderly have gone. Or died. I'm the only one left. The only one from the old days. The old man outside of town, Methuselah, he said he'd seen other people walking towards Milton. Other outsiders? It's possible. Where would they be? Maybe my friend was with them. If they were outsiders, they might have stayed in the old schoolhouse. In the months after the quakes, people used to huddle there for the warmth of the school's old coal burner. Rare outsider coming through Milton might stay there the night. If your friend came through Milton, chances are she ended up there. Okay. Wir könnten uns die Kirche angucken. Also ich würde sagen, als erstes schlafen wir. Ne? Gucken wir mal kurz raus. Dürfte langsam Nacht werden oder was? Oben haben wir noch ein Bett. Wir schlafen und dann gehen wir mal zur Kirche und dann gehen wir in Richtung Dann gehen wir in Richtung Tunnel. Wie lange wollen wir schlafen? Ja, okay, es ist ultra dunkel. Immer noch ultra dunkel. Sag mal, da bewegt sich ja auch gar nichts. Ich schlafe jetzt 10 Stunden. Oh scheiße, ich hab nichts mehr zu trinken. Sind wir jetzt tot? Vielleicht ein bisschen was essen, hä? Kleiner Snack. Na also, geht doch.
ich die Knarre? Nee, kann ich nicht nehmen. Gut, wir gehen, ich will immer die Tür mit F aufmachen. Wir gehen jetzt Richtung Kirche. Das war dann die Richtung wahrscheinlich. Ja. Warum komme ich denn da nicht drüber? Wollte ich sagen, es ist einfach zu hoch. Zu steil. Hatte ich nicht auch die Aufgabe? Kleidung reparieren, genau. Da könnte ich mich auch mal dran ausprobieren. Holz am Start. Auf dem Rückweg kann man das auch noch mitnehmen. Das ist ein Wolf. Kommt der auf mich zu? Was könnte das wohl für ein Buch sein? Liebe Gemeinde? Nee. Aber nicht. Kohle? Baumwollmütze. Mehr war es einfach nicht. Ist nur ein kleiner Unterschlupf oder was? Naja, dann gehen wir wieder. Das hat sich ja überhaupt nicht gelohnt. Scheiße, sind wir schon überladen. Ja gut, so eine Batterie ist halt auch sauschwer, ne?
Wo ist denn jetzt der Wolf hin? Keiner weiß es. Da haben wir jetzt aber ordentlich Holz gemacht, ey. Scheiße. It's getting dark out here. Time to look for shelter. It feels like a lot of gear. Ja, manchmal muss man halt auch einfach schleppen. So weit ist es ja nicht, ne? So weit ist es ja nicht. Es könnte ja so schön sein, wenn dich nicht alles versuchen wird umzubringen. Stoff? Ein Stofffetzen. Also ich kann mir was verstauchen, wenn ich überladen bin. Guck mal, ich habe dir was mitgebracht. Viel Spaß. Gott, hier ist aber auch dunkel, ey. Ist einfach immer noch dunkel. Sag mal. 7 Stunden. Aha. So. Was? Was? Achso. Was könnte ich noch hier lassen? Guck mal, in den Schrank packe ich jetzt. Was packe ich da rein? Oh, warum sind die denn jetzt verschimmelt, Mann? Oh, was? Trockenfleisch ist auch verschimmelt. Scheiße.
wir haben schon echt viel Scheiße dabei, ne? Kann ich was reparieren? Aktion. Reparieren. Aha. Nice. Aktion. Ich habe keinen Stoff mehr. Aber ich habe was repariert. Das ist doch schon mal gut. Brauchen keine 12 Antibiotika, oder? Brauchen wir nicht. Noch keine 12 Schmerzmittel. 10 Verbände. So. Know if the hypothermia wouldn't kill me. Ah, ich habe Hunger und Durst. Was passiert, wenn ich hier Schimmelzeug esse? Hm? Was passiert dann? Schmeckt und hier und hält praktisch ewig. Ja? Was zu trinken. So, das noch. Wir nehmen uns noch ein bisschen was mit. Warum kann ich das denn nicht mitnehmen? Geschmackloses Trockenfleisch. Hä? Wie nichts zum Zerlegen. Kann den Hasen nicht zerlegen, oder was? Tasse Kaffee trinken. Habe ich jetzt eine leere Tasse? Hm. Wir gehen jetzt in Richtung Tunnel. Dahin. Da gehen wir hin. Aber ich würde sagen, erst in der nächsten Folge. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn dem so ist, gern Like, gern Abo da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.